So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Und ja, die US-Notenbank hat gestern ja nicht überrascht, doch dagegen eben die Notenbank aus Japan. Und da fangen wir ja auch gleich mit dem Übeltäter an. Hier ist der Nikkei-Index abgebildet und ja, der verlor jetzt hier auf dem Parketthandel vom Hoch bis zum Tief rund 1000 Punkte. Im Future-Handel sind es aktuell sogar 1080 Punkte. Da ging es wegen der Geldlockerungspolitik und die haben eben nicht das nochmal ausgeweitet. Und deswegen war das eine negative Überraschung und die Anleger haben dann den Sell-Knopf gedrückt. Dann schauen wir eben auch gleich auf die Setups. Ich habe ja gestern in beiden Videos es eben erwähnt, dass man hier jetzt die Position wegen der Notenbank, aber eigentlich hauptsächlich hatte ich die US-Notenbank eben die Sitzung auf dem Schirm und nicht die in der Nacht bei Japan. Dann habe ich ja gesagt, dass hier die Setups eben alle eng abzusichern sind, definitiv eben nicht auf Schlusskursbasis oder sonst was. Und hier das Setup würde sowieso war erledigt, Euro-Pfund genauso, Pfund gegen US-Dollar auch, aber da hat sich jetzt beim Pfund gegenüber US-Dollar nicht viel getan, aber natürlich beim Pfund gegen Yen und natürlich Euro gegen Yen. Hier gab es in der Nacht noch einen Ausbruch über diese Marke, die war ja dann eigentlich so hier das Chartbild und natürlich ist so ein Event ja nicht ganz eben vorhersehbar, überhaupt wenn dann hier was überraschend dann passiert. Also denke ich mal, die eben auf bei den Videos zugehört haben, haben ihre Gewinne hoffentlich weiter oben abgesichert und eben nicht hier unten. Deswegen ist jetzt eben seit heute Nacht die Woche nicht mehr ganz so perfekt. Aber davor liefen ja alle Setups genau in die Gewinnzone herein. Im DAX gab es heute zunächst erstmal auch wieder einen bullischen sich in einem Stundenchart gleich nach der Öffnung gab es eben hier ist der DAX nochmal in die Kaufzone eingedrungen und dann bis knapp 10.300 angestiegen. Aktuell jetzt mit den Verlusten im Nikkei im Rücken kann sich jetzt hier natürlich die Zone wurde jetzt hier verlassen und kann natürlich jetzt in Richtung zweite Zone marschieren. Allerdings hier ist ja noch ein, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ein Gap offen. Also könnte sich auch hier nochmal der DAX bei 10.130 Punkten vielleicht fangen. Schauen wir hier zu den großen DAX-Aktien dazu an. Ist ja jetzt so ein MDAX-Wert, hat gestern eine schöne Tageskerze hingelegt an dem Ausbruchsniveau. Heute wird sie leider abverkauft. Die Telekom war gestern eben auch im Prinzip wunderschönes Umkehrsignal und die Bayer, die habe ich jetzt hier hingelegt, da war ein Kauflimit erfolgt. Die Tageskerze war jetzt hier nicht besonders attraktiv und fällt jetzt hier runter in die Nähe des zweiten Kauflimits und eben an die Gap-Unterkante und anschließend liegt hier der Stopp für die gesamte Position knapp unter 100 Euro. Also nachdem die Woche, wie gesagt, perfekt losging, hat sich das jetzt hier das Bild durcheinander gewirbelt. Bei den
Ja, genau, man kann noch kurz hier den Gold und Silber anschauen. Gold kann hier profitieren, genauso wie Silber. Und zuletzt eben noch, was gestern dann erstmal so einsetzte, wie eben erklärt, das ist temporär beim Nasdaq 100, ist unter den EMA 100 gehen könnte mit der US-Notenbank-Sitzung beziehungsweise kurz nach den Apple-Zahlen. Das ist alles so eingetreten. Facebook hat sogar noch sehr gute Zahlen präsentiert, aber auch hier ist natürlich ein Abverkauf bei den US-Futures passiert, nachdem die Notenbank in Japan eben nicht weiter die Geldschleusen öffnete. Also hier ist der Stopp auf 4080 Punkte hochgelegt worden und man muss eben schauen, dass man hier kurz nach Börseneröffnung vielleicht noch einen guten Kurs erwischt oder einfach den Stopp da unten belässt. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und bis später.